zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Video, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, das abzudrehen, weil ich glaube, dass ihr das ganz cool finden werdet. Und zwar habe ich vor kurzem mit Alice zusammengedreht für ein Format von ihnen, was Styles, die du nicht magst, heißt. Und da geht es darum, dass man ein Kleidungsstück bekommt, was man so normalerweise nicht tragen würde. Und da muss man versuchen, das in einem kompletten Outfit irgendwie zu kombinieren, sodass es vielleicht doch ganz gut aussieht. Und es hat mir echt Spaß gemacht und hatte ich direkt Lust, noch mehr in die Richtung zu machen. Und deswegen dachte ich mir, ich drehe jetzt ein Video so in die Richtung auch auf meinem Kanal, weil ich glaube, dass das einige von euch interessant finden könnten. Und zwar habe ich jetzt einige Freunde und Familie von mir gefragt, ob sie mir nicht einen Teil zuschicken könnten, von dem sie denken, dass ich das niemals normalerweise tragen würde. Und ich musste jetzt schauen, dass ich diese Teile irgendwie in einem Outfit kombiniere. Ich habe mir jetzt zusätzlich zu diesen Teilen, die sie mir geschickt haben, keine neuen Klamotten gekauft, sondern habe mir als Bedingung gestellt, dass ich nur Klamotten nehme, die ich bereits in meinem Kleiderschrank habe, um die Outfits dann zu kombinieren. Kurz noch vorab, im Titel wird wahrscheinlich irgendwas wie hässliche Teile stehen. Normalerweise mag ich es nicht, ein Kleidungsstück als hässlich zu bezeichnen, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Und das, was ich nicht so schön finde, kann jemand anderes wiederum schön finden. Ich wollte das einfach prägnant auf den Punkt bringen und behaltet einfach im Hinterkopf, dass ich alle Teile beurteile aus meinem Geschmack heraus. Ja, nur dass keiner sich irgendwie angegriffen fühlt, wenn ich jetzt irgendein Teil nicht so schön finde. Ich muss ja sagen, es ist auch generell schwierig, wirklich Sachen zu finden, wo ich sagen würde, so, boah, nee, das geht gar nicht, weil ich bin ja auch sehr offen, was Mode angeht und probiere mich da ja auch selbst richtig aus. Aber ihr werdet sehen, meine Freunde und meine Familie haben echt gute Teile rausgesucht. Wer mir jetzt in diesem Video einen Teil geschickt hat, war zum einen meine Schwester, mein Bruder, mein Freund, Sammy und Shanti. Wenn euch dieses Format gefällt und ihr vielleicht wollt, dass ich das nochmal mache, aber dass ihr mir dann Teile zuschickt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und schreibt mir das mal in die Kommentare. Und schreibt mir, welches Outfit ich am besten hinbekommen habe und welches Teil ihr am schwierigsten fandet. Das würde mich interessieren. Okay, jetzt habe ich wieder ein ewig langes Intro gehabt. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich fange an mit dem Teil, was meine Schwester mir zugeschickt hat. Sie war nämlich die allererste, die mir auch eins zugeschickt hat, wo ich dann schon dachte, wow, sie hat echt was Gutes gefunden. Aber letztendlich waren die anderen sogar noch besser. Auf jeden Fall hat meine Schwester mir diese Schuhe rausgesucht. Also ihr seht, das sind ganz, ganz klobige Sneaker mit einem Plateau und einem Leopardenmuster. Also als sie mir die geschickt hat, fand ich sie ganz schrecklich. Jetzt mittlerweile habe ich mich irgendwie dran gewöhnt und ich finde die sogar ganz cool. Ich muss sagen, ich bin ja aber auch eine Person, die Leopardenmuster ganz gerne mag. Da spalten sich ja die Meinungen immer, aber ich finde, wenn man das irgendwie ganz gut kombiniert, kann das immer ganz gut aussehen. Ich mag ja auch klobige Schuhe ganz gerne, also das mögen ja auch viele nicht, aber ich finde, das kann echt gut aussehen. Das einzige Problem, was ich da immer habe, ist, ich habe sehr, sehr dünne Knöchel und da sehen die klobigen Schuhe bei mir nochmal extremer aus. Deswegen habe ich die Schuhe dann auch mit einer Mom Jeans kombiniert, also mit einer etwas weiteren Hose, die auch unten ein bisschen weiter ist, damit das nicht zu extrem aussieht. Und erst wollte ich ein komplett schwarzes Outfit einfach dazu anziehen, aber dann dachte ich mir, das wäre dann so ein bisschen langweilig und dann habe ich dazu einfach noch so einen beigen Rollkragenpulli angezogen. Ich fand, das Beige hat ganz gut zu diesem Leopardenmuster gepasst und ich wollte jetzt auch nichts zu Verrücktes machen. Also wenn ich Leopardenmuster trage, dann versuche ich immer so, dass der Rest vom Outfit eher schlichter ist, damit das wirklich so ein bisschen ein Hingucker ist. Ich habe dann noch so Strümpfe aus einem Netzstoff dazu angezogen. Das fand ich irgendwie ganz cool, so als Kontrast zu diesem Leopardenmuster. Und ich muss sagen, ich fand das Outfit dann letztendlich echt ganz cool. Also ich hätte jetzt kein Problem, dann damit rauszugehen. So, wir bleiben bei Tierprint und machen weiter mit dem Teil, was Tommy, also mein Freund, mir geschickt hat. Und er hatte auch wirklich was ganz Wundervolles rausgesucht. Und zwar diese Bluse. Ihr werdet jetzt nicht viel erkennen, aber ich blende euch immer die Teile an den Models nochmal ein. Und zwar ist das eine Wickelbluse mit ganz weiten Ärmeln. Und das Besondere an dieser Bluse ist halt dieser Mustermix von dem Blumenmuster und dem Zebramuster. Ich habe ja eben gesagt, dass ich Leopardenmuster ganz cool finde, aber Zebramuster ist wirklich gar nicht meins. Also ich finde, das ist das schwierigste Muster von allen Tierprints. Da finde ich ja dieses Schlangenmuster auch noch besser, aber das ist für mich echt sehr, sehr schwierig. Ihr könnt ja mal abstimmen, welches Muster ihr am schwierigsten findet,
weil ich weiß auch gar nicht, wann ich zuletzt jemanden gesehen habe, der Zebramuster getragen hat. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir wirklich so, nicht schlecht. Ich muss sagen, dass mir das Blumenmuster an sich auch nicht so gut gefällt. Also es wäre wirklich, auch wenn es jetzt nur das hier wäre, wäre es kein Teil, was ich selbst tragen würde. Ich hatte auch irgendwie Probleme, das richtig zu wickeln. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, meine Brüste könnten jeden Moment rausfallen. Wobei, dann würden wir ja wenigstens von dem Muster ablenken. Spaß. Nein, aber an sich fand ich jetzt die Bluse vom Schnitt eigentlich sogar ganz cool. Ich fand, das sah echt schön aus, so mit diesen weiten Ballonärmeln. Ich habe die dann einfach mit einer Jeans kombiniert und auch mit einer lockeren. Das finde ich immer ganz cool, um das ein bisschen besser für den Alltag zu machen. Und dann habe ich als Schuhe so ganz spitze rote Sockboots angezogen. Ich finde das immer ganz schön, bei so auffälligen Oberteilen, die auch so Farben haben, die so herausstechen, dann eine Farbe rauszupicken und die dann nochmal irgendwo anders wieder zu spiegeln. Und deswegen habe ich hier das Rot genommen und dann halt rote Schuhe dazu angezogen. Es wäre kein Outfit, mit dem ich mich total unwohl fühlen würde, wenn ich rausgehen würde. Aber tatsächlich ist dieses Zebramuster echt nicht meins. Auf jeden Fall kam dann Shanti um die Ecke und dachte sich, das, was Tommy kann, kann ich schon lange. Und hat mir dann diese wundervolle Hose geschickt. Also die beiden haben sich echt nicht abgesprochen. Das war wirklich Zufall. Aber ich musste einfach so lachen, weil ich, als mir Tommy sein Teil schon geschickt hatte, so dachte, oh nein, Zebramuster. Und dann hat mir einfach Shanti diese Hose geschickt. Und ich dachte mir so, nein. Warum? Ich muss sagen, das war für mich auf jeden Fall somit das schwierigste Teil, weil egal wie ich es kombiniert hätte, man kann nicht das Muster ändern und ich fand das Outfit an sich auch gar nicht schlimm, aber es ist halt dieses Muster, was so extrem ins Auge sticht, dass man halt nicht wirklich was dagegen tun kann. Ich wollte das dann einfach mega schlicht halten und habe das dann halt mit schwarzen Teilen kombiniert. Ich hatte gesehen, dass das Model das mit weißen Sachen kombiniert hat. Das war nicht so meins, aber ich fand den Look an sich vom Model ganz cool, weil die hatte so einen weißen Hoodie und weiße Sneaker an. Das hat mir auch gut gefallen. Ich habe das jetzt ein bisschen schicker kombiniert und zwar mit einem schwarzen Rollkragenpulli. Und dann habe ich noch so einen Gürtel drum gemacht und das Ganze dann noch so mit schwarzen Boots kombiniert, die so einen Absatz hatten, um mein Bein einfach noch so ein bisschen zu strecken. Und weil ich die Hose halt so hochgekrempelt habe, fand ich sah das ganz cool aus dann mit Absatzschuhen. Ich muss sagen, von der Passform hat mir die Jeans so gut gefallen. Also wäre das jetzt irgendeine schlichte Farbe gewesen, hätte ich sie sowas von gefeiert, diese Hose. Weil die echt gut sitzt. Aber es, ich werde mich, glaube ich, nie so mit Zebramuster anfreunden können. Ich weiß nicht. Wenn dann vielleicht bei kleineren Teilen, also vielleicht so bei Ohrringen oder so. Aber so eine ganze Hose mit diesem Muster finde ich schon sehr schwierig. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das Outfit so tragen würdet. Okay, machen wir weiter mit einem Teil von meinem Bruder. Der war echt mega nett zu mir. Der meinte auch, er könnte mir jetzt irgendein Teil raussuchen, was wirklich ganz, ganz schrecklich aussieht. Aber er wollte mir ein Teil schicken, was auf den ersten Blick schwierig aussieht, aber wo er denkt, dass ich das ganz gut kombinieren könnte. Und da hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Teil rausgesucht. Und zwar ist es diese Jacke. Die ist auch aus der Männerabteilung. So wie das Model werde ich die Jacke nicht kombinieren. Schon mal als Info vorab, auch wenn sich vielleicht der ein oder andere freuen würde. Auf jeden Fall ist die vom Schnitt halt wie so eine Bomberjacke, nur halt komplett aus Netz. Und was man online nicht gesehen hat, aber was ihr vielleicht jetzt ganz gut erkennen könnt, ist, dass sie so einen Metallic-Effekt hat. Also sie schimmert so ein bisschen golden. Und die Jacke ist mir halt auch ein bisschen zu groß, weil die gab es nicht mehr in der kleinsten Größe. Und da ist halt auch ein, ja, das ist jetzt S, aber da es halt aus der Männerabteilung war, ist sie natürlich an mir relativ lang. Aber damit hat mir mein Bruder echt ein gutes Teil rausgesucht, weil ich selbst trage ja sowas auch gerne. Ich habe ja sogar so ein ähnliches Teil in meinem Kleiderschrank, auch mit so einem Netz oder halt generell Oberteile, die transparent sind. Und was ich hier auch wieder gemacht habe, ist, dass ich das mit einem Spitzenbustier kombiniert habe. Das merke ich immer ganz gerne, einfach ein schönes, ja, Spitzenoberteil darunter anzuziehen, dass es halt noch so ein bisschen was zeigt, aber auch nicht zu viel. Wenn euch das zu nackt ist, dann könnt ihr auch einfach so ein schlichtes schwarzes Top darunter anziehen. Auf jeden Fall hatte ich dann dieses Spitzenbustier darunter an und einfach meine schwarzen Mom Jeans. Erst wollte ich das Oberteil da so reinstecken, aber dann fand ich, sah das ganz cool aus, dass es halt so einfach darüber
ging und auch so ein bisschen länger war. Ich finde, das hat dem Ganzen so einen sportlichen Touch gegeben. Und dann habe ich das Ganze noch einer anderen Kombi angezogen und zwar noch ein bisschen schicker mit einem Rock, wo ich dann das Ganze so reingesteckt habe. Das fand ich auch ganz cool. Also ich würde mit beiden Outfits so rausgehen. Der Rock ist natürlich noch mal ein bisschen gewagter, weil es ist halt schon so Netz und zeigt ein bisschen Haut und dann nochmal Leder. Das ist, wird für den einen oder anderen zu viel sein. Ich fand, das sah eigentlich ganz cool aus und zu der passenden, ja, zum passenden Event kann man, finde ich, sowas ganz gut tragen. Wie ich es auch gefeiert hätte, wäre, wenn man darunter dieses Spitzentop getragen hätte und dann noch so einen engen Stoffrock einfach so darunter. Leider hatte ich sowas nicht, aber das würde sicherlich auch richtig cool aussehen. Okay, und wir kommen jetzt auch schon zu dem letzten Teil. Das ging jetzt irgendwie ganz schön schnell. Und zwar ist es das Teil, was Sammy mir geschickt hat. Und Sammy hat mir meiner Meinung nach mit Abstand das schwierigste Teil geschickt. Nicht, weil es irgendwie, weil ich es mega hässlich finde, sondern einfach, weil es ein sehr auffälliges Muster hat, was ich so normalerweise einfach nicht tragen würde. Und zwar ist es diese wundervolle Leggings. Ja, also Sammy meinte, er war inspiriert von meiner Off-White-Tasche, die auch so eine Art Band hat. Und dachte sich, so eine Leggings würde bestimmt ganz toll an mir aussehen. Die waren normalerweise in so einem Zweiteiler, also da kam noch so ein Oberteil mit, so wie das Model das auch getragen hat. Aber ich dachte mir, das wäre jetzt nicht der Sinn, einfach so einen Zweiteiler einzuziehen. Deswegen habe ich jetzt mal nur die Leggings genommen. Ja, das Schwierige daran ist einfach für mich, ich würde so ein Muster einfach nicht im Alltag tragen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es irgendeine bestimmte Party ist, irgendeine Motto-Party, wo man sowas vielleicht tragen könnte. Ja. Was da sehr schwer für mich war, ist, dass es halt auch zum Beispiel eine Leggings ist, weil ich bin nicht so der Fan davon, einfach so Leggings zu tragen, zum Beispiel mit kurzen Oberteilen. Ich finde es immer ganz schön, wenn das dann halt ein längeres Oberteil ist, was auch über den Po geht. Und da hatte ich kaum etwas. Also ich hätte das jetzt halt nur mit Schwarz kombiniert, weil alles andere wäre mir zu crazy gewesen. Und was ich ganz cool gefunden hätte, wäre so ein ganz großer schwarzer Strickpulli, der auch so über eine Schulter geht. Und dann mit schwarzen Boots. Und ich glaube, das hätte echt cool ausgesehen. Aber leider hatte ich so einen nicht. Und da ich ja nur Teile aus meinem Kleiderschrank nehmen wollte, ging das dann halt nicht. Stattdessen habe ich das Ganze dann einfach mit einem schwarzen Bandeau-Top angezogen und eine längere schwarze Bomberjacke darüber angezogen und die so ein bisschen aufgelassen und sie über eine Schulter gehangen, damit ich halt diesen Effekt bekomme, den ich mir bei einem großen Strickpulli gewünscht hätte. Ja, ich fand, das sah auch letztendlich so ganz cool aus, aber ich würde es halt einfach nicht tragen. Sammy zuliebe habe ich auch noch meine Handtasche dazu genommen, weil dieses Muster einfach nicht schon genug ist. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr diese Leggings so im Alltag tragen würdet. Also ich glaube, so für Fotoshootings unter einer bestimmten Thematik oder so könnte das echt ganz cool aussehen. Aber ja, mir fiel es jetzt echt schwer, da irgendwie so ein Outfit zu kombinieren, was ich wirklich so einfach draußen dann anziehen würde. So, das waren auch schon alle Teile. Also meine Freunde, meine Familie haben es mir echt schwer gemacht, meiner Meinung nach. Und normalerweise ist es auch wirklich schwer, ein Teil zu finden, was ich so ganz, ganz schrecklich finde. Aber das war ganz gut, würde ich sagen. Ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, dann würde ich eher nach Teilen fragen, die einfach schwer zu kombinieren sind und nicht auf dem ersten Blick, wo man direkt so weiß, so okay, ciao. Schreibt mir einfach gerne, wie euch das Format gefällt. Hinterlasst mir gerne ein Feedback, ob ich sowas mal ab und zu öfter machen soll und ob ihr mir gerne Teile zuschicken würdet, welches Outfit euch am besten gefallen hat und mit welchem ihr sogar aus dem Haus gehen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bye!